Okay, ich habe gerade gesehen, dass da ein Schlüssel neben der Karte lag. Also, du dürftest jetzt hoffentlich weiterkommen. Ja, da ist er. Ich auch weiter? Nope, hier noch nicht. Hier auch nicht. Vielleicht hier irgendwo. Gibt es hier auch irgendwas? Nein. Hier drin vielleicht? Nein. Aber hier. Hab ich schon wieder vergessen. Alarm. So. Und sonst gibt's ja auch nichts. Okay. Dann in dem anderen Raum hoffentlich irgendwo. Ja, vielleicht oben. Tatsache. Der Kleine hat es auch echt geschafft auszubrechen. Und das, obwohl er 3 Tage nichts gegessen hat. Willst du nicht lieber wieder freiwillig zurück in den Zelle gehen, ne? Ihr armen Irren, das schätzt mich gewaltig. Mann, das Käse ist doch echt. Oh. Das ist so nervig, das Käse. Ich finde es jedenfalls nicht gut. Da würde ich sogar das Dreamland bevorzugen. Und das ist nicht gut. Ah, weg da. Ich will runter. Ja, geh weg. Danke. Was haben wir hier? Noch mehr Heilasche. Und ein Schalter. Und wie kamst du daran? Ich meine, hängt so ganz oben an der Decke. Und passt gleich zum Rest, weil der ist aus mehr DP. Das passt nicht zur Grafik. Die eigentlich ganz gut aussieht. Ja, und 3 Schalter. Hm. Der Schalter bewegt sich nicht. Wenn man denkt, dass die 3 in Reihe geschaltet sind, kann man davon ausgehen, dass es sich um ein Sicherheitsmechanismus handelt. Wenn man alle 3 gleichzeitig auslösen müssen. Dafür fehlt mir aber das Gewicht von 2. Und die Wachen werden mir bestimmt nicht den Gefallen tun, auf den Schaltern nicht stehen zu bleiben, wenn ich das ausbreche. Ich brauche Ballast. Wir können ja die Leichen von denen nehmen. Die reichen doch, oder nicht? Schauen wir nicht. Cool, geheilt. Ah, noch mehr Wachen. Das ist Evan Wilkerson. Melde den Obern, dass er aus seiner Zelle geflohen ist. Gib mir 30 Sekunden. In dem willst du mich töten, oder was? Glaube ich nicht. Ich muss irgendwelche Skills einsetzen, wenn... ein Renndown kann hier. Oh, komm, lass mich in Ruhe. Hallo. Danke. Ach, was ist sowas? Spannendes Gas, einfach Enderhämmern hier. Der war wohl kontaktiert. Die Ebenen sind dicht. Hier kommst du nicht mehr raus. Verdammt! Was, da noch ein Zeitlimit? Puh. Muss ich doch die Skills einsetzen oder was? Oh Mann. Okay. Dann halt Skills. Ja, bla bla bla. Hallo? Schön, ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Ich glaube, ich weiß nicht noch langsam. Oder wie ist die Map einfach langsam? Keine Ahnung. Emma Watson oder was? Ja, cool.
Okay. Aber wir haben alles gedrückt. Okay, wieso leckt diese Map so? Wir sind ein Hammer hier, hallo? Ich will erst den Körper suchen mit Endtagehammer. Dann kämpfen mit Endtagehammer. Ins Fackel aufheben, mit, aufladen mit Endtagehammer. Krass, hallo? Was ist das für Müll? Ah, cool. Und dann auch, wenn alles leckt hier, wie auch immer. Das macht Spaß. Komm, werd fertig. Juhu, 246. Aber ich kann nicht mehr als 100 haben. Ja, komm. Juhu, raus ist Legend Map. Ich brauche noch irgendwas. Kann ich benutzen? Nee. Okay. Ja, was anderes hernehmen. Wenn wir nach oben gehen zu den anderen Gegnern. Vielleicht gibt es hier noch was. Die hier vielleicht? Yep. Oh, dann geht's auch noch weiter. Was ist das hier? Okay, wir können springen. Ach, was brauche ich dafür? Okay. Ja, irgendwie sehr Sin City-mäßig von dem Grafikstil her. Und auch hier bei diesem Spiel von Batista. Boah. Oh, schön, hier ist auch noch Dunkelheit hier. Das leckt euch ein klein wenig. Ah. Solange kein Monster scheint, passt doch. Ah, halt jetzt noch was. Noch ein Heilasche. Wow, cool. Hier ist nichts, nichts, nichts. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Plavage? Oder was anderes? Hallo? Nein? Schade. Ich bin alone in the dark. Aber hier ist sonst nichts. Ach, wie langweilig. Cool. Da ist nichts. Vielleicht beim anderen Fall. Ja, wir laufen durch die Dunkelheit. Auf der Suche nach irgendwas. Ich weiß nicht was. Ah, hier geht's noch lang. Ah, noch eine Statue, die wir zerdeppern können. Kunst des Kriegels. Detail haben verarbeitet. Überall Risse. Du darfst es einfach machen, es zu sprengen. Ja. Ich brauche noch ein bisschen mehr Gewalt. Cool. Das geht schon kaputt. Vor allem ist doch eigentlich unlogisch. Also ich zerstöre Statuen, damit ich Teile von ihnen benutzen kann, um was zu beschweren. Aber hier liegen lauter Steine rum. Hallo? Wieso benutze ich die nicht? Wieso muss ich die Statuen kaputt machen? Das macht doch keinen Sinn. Rüstung, Helme, Waffen. Was machst du davon? Wertloser Müll. Ja. Kein Steinschieberätsel. Kann ich das überhaupt von hier aus machen? Ja, vielleicht kann ich das, aber ich mach's in der nächsten Folge.